Überdruck hält die Atemwege offen. Schnarchen und Atemaussetzer sollen so unterbunden werden. Holger Rothers Erfahrungen nach 4 Wochen. Ich habe sehr gut geschlafen, habe nicht geschnarcht. Das Einzige, was daran ist, es ist unangenehm zu tragen, weil durch diesen dicken Schlauch und durch die Maske ist man doch in der Bewegung abends sehr eingeschränkt. Viele Patienten kommen deshalb mit der Maske nicht zurecht. Holger Rother probiert es jetzt mit dem TNI-Gerät. Bei diesem System wird die Luft über dünne Schläuche in die Nase geblasen. Das Funktionsprinzip ist ähnlich wie bei der CPAP-Methode, bei allerdings deutlich höherem Schlafkomfort. Holger Rothers Urteil fällt deshalb eindeutig aus. Also ich habe super geschlafen mit dem TNI-Gerät. Das Schöne daran ist, man kann sich das Gerät einstellen, man kann sich das abends ummachen, man kann auch Fernsehen gucken. Es schaltet sich von alleine ein, man kann die Luft einstellen, man kann die Feuchtigkeit einstellen. Der Tragekomfort ist sehr gut. Holger Rother muss trotzdem mit dem CPAP-System schlafen. Denn nur dafür trägt seine Kasse die Kosten. Rund 1.500 Euro. Die TNI-Therapie ist noch nicht ausreichend erprobt. Der Anblick erinnert ein wenig an Intensivstation. Aber die Maske gibt 2 Menschen zurück, was sie lange vermissen mussten. Erholsamen Schlaf. Mit zunehmendem Alter schnarchen um die 40% der Frauen und sogar um die 60% der Männer. Du tust dann hier wieder ab, ne? Danke. Wir sind jetzt am Berliner Virchow-Klinikum angekommen. Wer hier eine Nachtschicht hat, muss immer hochkonzentriert sein, denn hier geht's oft um Leben oder Tod. Frau Dr. Jörres, Sie sind Anästhesistin und Oberärztin hier und Sie kümmern sich um all die Notfälle, die hier heute eingehen. Sind Sie überhaupt noch wach genug, um Menschen in den Schlaf zu schicken? Ja, das klingt ja etwas komisch, wach genug, um in den Schlaf zu schicken. Ja, aber bin ich noch. Doch. Wie lange arbeiten Sie denn jetzt schon? Seit, inzwischen gestern, muss ich ja sagen. Gestern 7 Uhr morgens, 7.10 Uhr fangen wir an. Das sind bald 24 Stunden. Ja, noch nicht ganz, aber es werden 24 Stunden werden, ja. Ui. Und welche Nebenwirkungen hat Nachtarbeit? Naja, also zum einen ist es natürlich so, dass man Schlafstörungen entwickeln kann. Es ist ja auch bekannt, dass Schichtarbeit Nebenwirkungen hat auf das Herz-Kreislauf-System, auf den Magen-Darm-Trakt. Auch die Ernährung ist ja nicht so wie normalerweise. Sie frühstücken, wenn andere eigentlich Abend essen und ins Bett gehen. Und all das muss ja angepasst werden. An sich ist es ja ein unnatürlicher Rhythmus. 10-20% aller Menschen erkranken einmal in ihrem Leben an einer Schlafstörung. Wir stellen Ihnen jetzt mal eine besonders extreme Form vor. Nächtliche Unruhe, ständiges Hin- und Herwälzen, das kennen viele. Doch bei einigen geht es weit darüber hinaus. Diese Menschen schlagen im Schlaf wild um sich, greifen ihren Bettpartner an, würgen ihn sogar. Gewaltschlaf. Ärzte bezeichnen diesen als REM-Schlaf-Verhaltensstörung. Denn diese tätlichen Ausbrüche treten in der Traum, der sogenannten REM-Phase auf. Die Gewaltschläfer träumen etwa davon, dass sie verfolgt werden. Sie fliehen und verteidigen sich. Lothar Thalmeier leidet schon seit Jahren unter dieser Schlafstörung, die für ihn selbst unbegreiflich ist. In seinem Gehirn passiert dabei Folgendes. Elektrische Signale, erzeugt im Hirnstamm, steuern unsere Träume. Das ist die REM-Phase, in der nur unsere lebensnotwendigen Körperfunktionen arbeiten. Bewegen können wir uns dagegen kaum. Denn das soll uns davor schützen, dass wir uns verletzen, wenn wir zum Beispiel einen Albtraum haben. Bei den Gewaltschläfern aber bleiben die Muskeln aktiv und es kommt zu heftigen Körperbewegungen. Dann beginnt die nächtliche Schreckensfahrt. Ihre Dauer meist nicht länger als 1 Minute. Am nächsten Morgen können sich die Gewaltschläfer oft an nichts erinnern. Schätzungen gehen davon aus, dass zwischen 0,5 und 2% der Bevölkerung Gewaltschläfer sind. Dabei verletzt 1/3 der Betroffenen sich selbst, 2/3 den Bettpartner. So erfahren viele überhaupt erst von ihren nächtlichen Aggressionen. Lothar Thalmeier ließ sich schließlich im Schlaflabor der Universität München untersuchen.
Dazu überwachten die Ärzte seinen Schlaf mit der Infrarotkamera, zeichneten seine Körperbewegungen und Hirnströme auf. Die Neurologin Dr. Ilonka Eisenseer hat bei Lothar Thalmayr und 50 anderen Patienten die REM-Schlafverhaltensstörung beobachtet und diagnostiziert. Man kann sich während der nächtlichen Aktivitäten, die man ja mit der Infrarotkamera auch filmen im Schlaflabor, sehr gut vorstellen, was dieser Patient gerade träumt. Das reicht von Beschimpfungen, die er ausführt, über Drohungen, die er mit der Hand ausführt, über Boxen, über Steuerführen eines Fahrzeugs, über Gaspedal treten. Gewaltschläfer sind meistens Männer um die 60 Jahre. Zuerst dachten die Mediziner, dass es sich um eine Variante der Epilepsie handelt. Nun haben sie Belege dafür gefunden, dass die nächtlichen Attacken eine Vorform der Parkinson-Krankheit sind. Was wir gemacht haben, ist, dass wir in bestimmten Gehirnarealen mittels bildgebenden Verfahren nachgesehen haben, ob wir Veränderungen finden, die denen einer Parkinson-Erkrankung ähneln. Und das war der Fall. Auch Lothar Thalmayr ist inzwischen an Parkinson erkrankt. So ergeht es rund 60% der Gewaltschläfer. Der Grund? Bei beiden Krankheiten ist der Botenstoff Dopamin im Gehirn deutlich geringer als bei gesunden Menschen. Immerhin lassen sich die nächtlichen Amokläufe von Lothar Thalmayr behandeln. Eine geringe Dosis eines Beruhigungsmittels führt wieder zu einer ruhigen und gewaltfreien Nacht. 2008 hat übrigens in England so ein Gewaltschläfer seine Frau umgebracht. Und er wurde freigesprochen, weil er genau an dieser REM-Schlafverhaltensstörung leidet. Ach Mensch, Sie sind immer noch topfit. Unglaublich. Frau Dr. Jöris, Pierre und ich sind schon sehr lange wach. Und jetzt haben wir mittlerweile nach 4 Uhr. Wir merken schon so, ne, wir sind so ein bisschen zittrig, fahrig, sehr langsam im Denken, auch ein bisschen langsamer im Reden. Was passiert denn in unserem Gehirn, wenn wir so lange wach sind? In unserem Gehirn gibt es ja ganz, ganz viele Hormone, die eigentlich unseren täglichen Rhythmus regulieren. Und diese Hormone, die sind natürlich in einer so unnatürlichen Abfolge durcheinander geraten. Das heißt, die Hormone, die dafür zuständig sind, dass wir eigentlich müde sind, dass wir uns ausruhen wollen, überwiegen jetzt und dürfen aber nicht überwiegen, weil wir uns ja immer wieder sagen müssen, ich muss mich aber konzentrieren, ich muss wach sein. Insofern ist da so ein kleiner Kampf im Gehirn gegeneinander, der es eben auch schwierig macht, sich zu konzentrieren unter Umständen oder eine besondere Anstrengung erfordert, sich zu konzentrieren. An dieser Stelle möchte ich gerne mal einen verbalen Applaus spenden, und zwar unserem Team, denn wir machen diese Sendung ja auch nicht alleine. Jetzt schauen Sie mal, wie vital und frisch Sie immer noch Ihre Arbeit leisten. Ja, aber vielleicht täuscht dieser Eindruck auch. Es passiert mitten in der Nacht. Ohne erkennbaren Grund wachen Sie auf, verlassen Ihr Bett, laufen durch die Wohnung. Mit ausdruckslosem Gesicht, wie ferngesteuert. Schlafwandler erleben ihre Ausflüge nicht bewusst. Früher galten sie als mondsüchtig. Man war davon überzeugt, dass der Mond sie aus dem Bett holt und zu lebensgefährlichen Aktionen treibt. Aber ist das tatsächlich so? Dass der Mond Schlafwandeln auslöst, ist Legende. Genauso wie die schlafwandlerische Sicherheit. Aber auf Dächern trifft man sie ohnehin eher selten an. Die meisten Schlafwandler setzen sich höchstens mal kurz im Bett auf. Manche tun Dinge, die sie buchstäblich im Schlaf beherrschen. Die Wohnung wienern, den Kühlschrank leerräumen, sogar kochen. Noch ungewöhnlicher, der 11-jährige Amerikaner, der 160 Kilometer im Güterzug zurücklegte, im Schlaf. Und der schlafwandelnde Franzose, der nachts vollkommen nackt auf seinem Motorrad losbrauste. Sie alle leiden unter Somnambulismus. Wie verbreitet ist das eigentlich? Bei Kindern kommt Schlafwandeln relativ häufig vor, vor allem bei den 5- bis 12-Jährigen. Von ihnen schlafwandeln bis zu 30% mindestens einmal im Leben. Ärzte vermuten, Schlafwandeln ist die Folge einer Unreife in Teilen des zentralen Nervensystems. Das gibt sich mit dem Älterwerden. Erwachsene schlafwandeln viel seltener.
Geschätzte 4% sind betroffen. Ist Schlafwandeln eine Krankheit? Schlafwandeln zählt zu den Schlafstörungen. Es passiert immer im ersten Nachtdrittel, in der Tiefschlafphase. Gesunde Menschen wechseln von dieser problemlos in die REM-Phase, die Traumphase. Schlafwandler nicht. Sie wachen auf. Allerdings nur teilweise. Ihr Körper ist wach, der Geist schläft. Die Gründe dafür sind noch wenig erforscht. Schlafmangel oder Stress können Auslöser sein. Und Schlafwandeln ist offenbar genetische Veranlagung. Es wird oft vererbt. Was kann man dagegen tun? Sicherheit schaffen. Wer umherwandelt, sollte Fenster und Türen abschließen. Einigen helfen Entspannungsübungen wie autogenes Training oder Selbsthypnose, um im Bett zu bleiben. Und für schwerwiegende Fälle gibt es auch Medikamente, die die Schlafphasen beeinflussen. Schlafwandeln kann aber auch Anzeichen für schwere Erkrankungen sein. Deshalb sollten sich erwachsene Schlafwandler neurologisch untersuchen lassen. Die meisten Fälle sind aber harmlos. Fast alle Schlafwandler finden problemlos in ihr Bett zurück. Am nächsten Morgen erinnern sie sich an nichts. So, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend noch. Ja. Ja. Peter, herzlichen Dank. Großartig. Alles Gute, ja? Bis zum nächsten Mal. Ja. Viel Spaß. So. Danke sehr. So, es ist jetzt 5 Uhr morgens und bevor wir auch ins Bett gehen, werden wir ein letztes Mal unsere Konzentration testen. Jetzt auf Auswertung klicken. Hier, guck mal hier. Du bist rot, ich bin blau. Ui, sieht man schon, wie unsere Reaktionszeit immer zunimmt. Am Anfang habe ich noch 0,44 Sekunden gebraucht, um einen Fehler zu bemerken. Und am Ende 0,57. Gucken wir auch, wie viele Fehler wir gemacht haben. Es geht auch langsam, so wie wir. Ja. Oh, du hast 3 Fehler am Ende gemacht und ich nur 2. Und du wurdest immer langsamer. Ja, genau. Aber wir haben beide gewonnen, quasi. So, jetzt können wir endlich in die Haie gehen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Resttag und uns eine gute Nacht. Au revoir, à la prochaine et bonne nuit.